Auf dem Dülmener Waldfriedhof sind Handwerker der Firma Petzke derzeit dabei, eine zweite Urnenwand zu errichten. Denn nach der erfolgreichen Fertigstellung der ersten Urnenwand gab es eine große Nachfrage. Die Kirchengemeinde St. Viktor hat sich dazu entschieden, eine zweite Urnenwand zu bauen. Vor circa einem Jahr wurde die erste errichtet. Jetzt folgt eine zweite, baugleich, 74 Kammern, die entsprechend belegt werden können mit zwei Urnen. Es ist entstanden, weil die Nachfrage bei der ersten Urnenwand sehr stark war. In diesem Fall ist es auch wieder so, dass 50% der Kammern reserviert werden können und dann nach und nach belegt wird. Obwohl große Natursteinblöcke verarbeitet werden, ist die Arbeit beschwerlich. Alles muss auf den Zentimeter genau in die Wand eingefügt werden. Aber was für uns als Steinmetzen natürlich hochinteressant ist an dieser Urnenwand, oder an diesen Urnenwänden, das ist die Tatsache, dass der Architekt und die Kirchengemeinde hier allergrößten Wert darauf gelegt haben, einheimisches Material zu verwenden. Und zwar der gelbliche Stein, dieser raue Stein, der eigentlich so der Stein ist, aus dem die Urnenwand im Wesentlichen besteht. Das ist ein sogenannter Ibbenbürener Sandstein, der kommt aus dem nördlichen Münsterland. Die Urnenkammern an sich haben wir aus Anröchter Kalkstein gemacht, der wird hier aus dem Sauerland. Anröchte ist auch ein Begriff, das ist ein grünlicher Kalkstein, auch hochfest. Und der Verschluss der Urnenkammer, der Stein kommt aus Aachen. Das ist der berühmte Aachener Blaustein. Die Urnenwandanlage entstammt einer Planung des Dülmener Landschaftsarchitekten Rolf Teschner. Auf dem Plan sieht man die zwei gegenüberliegenden Urnenwände. Bei dieser Urnenwand ist einfach der Versuch geglückt, die Urnenwand an sich in die Natur hier einzubetten, weil wenn Sie mal um die Urnenwände später herumgehen, dann sehen Sie das dahinter, die Topografie, das Gelände, bis an die Krone der Urnenwand ansteigt. Und so kriegen Sie, wenn die beiden Urnenwände jetzt gegenüberstehen, ein inneres Oval und eine etwas geschützte Situation. Auch für Trauernde ist das gut, also die können wirklich in einem geschützten Bereich um ihre Lieben trauern an der Stelle. Auch für die jetzt erstellte Urnenwand gibt es bereits Anfragen nach Reservierungen, weiß Christoph Fehmer von der Zentralrendantur. Hier gibt es wieder Vorreservierungen. Man hat sich bewusst dazu entschieden, auch hier wieder eine Deckelung bei 50% einzurichten. Und die ist auch fast schon erreicht. So kostet eine Kammer in der Urnenwand für zwei Urnen derzeit 2.900 Euro. Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre. Die Zentralrendantur geht davon aus, dass die neue Anlage im Frühjahr 2022 fertiggestellt wird.